So Leute, hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier gerade in unserem Van und gehen heute mal wieder auf Geisterjagd. Irgendwie überleben wir es immer, ne? Mit dabei ist heute Hoppala, Like My Style 23, aka Jasmin. Ist schon wieder so weird, das ist das Game, wo deine Brüste sich so einfach bewegen, obwohl du nichts machst. Weißt du, was ich meine? Ich bin ein Girl, okay, ja. 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 Naja, ja. Also anyway. Lernt man doch in Physik, Mann. Ja, voll, in Physik vor allem. Was lernen wir denn in Sexualkunde, Alter? Quantenmessung? Naja, also auf jeden Fall, wir werden heute mal wieder Geister jagen in dem Spiel Ghostwatchers. Es gibt ja inzwischen so viele Phasmophobia-Likes, kann man ja schon fast sagen. Und du kennst sie auch gefühlt alle, oder? Du bist ja absoluter Pro darin. Du sagst immer, dass ich Pro bin. Also ich würde sagen, weil du so viele Stunden und so hohe Ränge immer in diesen Spielen bist. Die machen ja auch Spaß. Wusstest du, dass in Phasmo in 3 Wochen ein richtig fettes Update kommt? Das wird richtig genial. Echt? Ja. Wir warten geil. Schon seit Monaten drauf. Das wird richtig nice. Nice. Was hast du über deinen Kopf? Da ist so ein kleiner Propeller mit Kamera. Ich nehme das auf für YouTube. Ah, okay, verstehe. Der ist dicht. Gut. Weiß ich mal wieder. Was ist das hier? Eine Falle fürs Gespenst, ist, heftig. Genau, damit fangen wir nachher den Geist, so eine Art Pokéball, den darfst du dann auf den Geist schmeißen. Genau, weil hier bei Ghostwatchers ist es so, wir machen erst den Geist aus, dann treiben wir ihn aus. Genau, dann also wir müssen den Geist erst ermitteln, was er ist. Ja, und bei Phasmophobia ist da ja schon Ende, ne? Dann haut man rein. Genau, und du kannst den Ghostwatchers ganz viele verschiedene Modi hinzufügen. Ja, ich habe jetzt nur das Pentagramm hinzugefügt. Wenn du mal auf Tab drückst, dann siehst du jetzt quasi die Forschung. Das ist das, was wir jetzt zuerst machen. Wir müssen herausfinden, welcher Geistertyp ist er, welches Alter, Stimmung. Welche Stimmung? Ja. Hat er seine Tage? Ja, genau. Hat er die Periode? Ist er ein bisschen fluffig? Okay. Und dann bei Abfassung des Gespenstes, da steht dann drin, nachdem wir die Forschung abgeschlossen haben, was wir machen müssen, um den Geist so gesehen fangen zu können. Mit dem Pokéball, geil. Genau, ich habe jetzt aber noch Pentagramm hinzugefügt, bedeutet, nach der Abfassung des Gespenstes müssen wir noch das Pentagramm-Ritual machen und das wird interessant. Und dann können wir mit dem Pokéball fangen. Ja, krass. Ja, also wir waren gerade bei der Erstellung des Spiels. Jasmin erklärt da Sachen. Ich denke so, wow, auf der rechten Seite 6 verschiedene Spielmodi, die man drauf adden kann. Das heißt, wir müssen dann im... Also hätte man hätte alles aktivieren können und dann hat man hier noch neben der Ermittlung des Geistes... Ich mache mal kurz ein Fenster auf. Neben der Ermittlung des Geistes hätte man da noch 6 weitere Sachen, die man nach und nach oben drauf tun muss. Genau. Und du kannst auch einen Battle Royale Modus hinzufügen, habe ich jetzt weggelassen. Ich würde dir empfehlen, nimm mal die große gelbe Lampe, genau. Ja, ja. Dann kannst du gerne mal dieses EMF nehmen. Also du kannst eigentlich nehmen, was du magst. Ja. Wir brauchen eh alles. Das ist, glaube ich, die Geisterbox, oder? Nee, GPS. Genau, damit bekommst du Stimmen, ein Knurren oder ein Heulen. Okay. Knurren. Das mit den 3 Punkten ist ein EMF, das würde ich auch mitnehmen. Und ansonsten würde ich mal... Mit den 3 Punkten? Das, was ich in der Hand habe, oder? Genau, das ist ein EMF. Partikelzähler und das nehme ich mit. Und was eigentlich für den Anfang ganz gut ist, wenn wir den Geisterraum gefunden haben, dass wir die Voodoo-Puppe und das Ouija-Brett reinlegen, weil die zeigen uns dann das Alter und die Stimmung. Das hast du jetzt alles gekauft? Das liegt immer da. Krass. Also ein paar Sachen nicht, aber dies brauchst du immer. Ich komme so durcheinander, weil das hier war ja auch das Spiel, was wir mit Genian und Milchbaum oder Pia gespielt hatten für den Hauptkanal. Aber das ist ja schon ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr her. Genau. Und die Games, die verändern sich auch so krass. Ja, und man kommt muss auch dranbleiben. Was war nochmal das, wo wir im Wohnzimmer gestartet haben mit den Fernsehern an der Wand? War das auch Ghostwatchers? Das hatten wir zu zweit gespielt zuletzt. Ja, das war auch Ghostwatchers, oder? Nee, Dämonologist war das. Genau, Dämonologist. Ja, toller Name. Naja, okay, legen wir los, wa? Kann ich, genau, wie viel hier sagen, ist halt wichtig, mitnehmen. Die Geister greifen echt oft an. Also sobald wir, ich sag dir ab wann, dann rennen wir sofort in den Van, weil die Geister können, glaube ich, mit bis in den Van kommen. In den Van? Teilweise waren sie schon im Van, ja, aber ich glaube, das war ein Fehler. Aber sie können auf jeden Fall bis hierher kommen. Und es gibt Geister, die imitieren mich oder dich. Deswegen guck immer, dass du mich vielleicht ansprichst, ob ich das vor dir bin. Gut, Penno. Okay, dann Abfahrt. Wo sind wir denn? Mal... Einer Berghütte? Genau, das ist... eigentlich die Map vom Krampus. Krampus, wer war das nochmal?
Ich kenne Krampus at Home, das war ein Spiel bei dreischäbige Spiele. Krampus ist ein, es ist, also ich kannte das jetzt auch gerade durch meinen Partner, weil der Österreicher ist. Das ist da quasi der bestraft dich, setzt so ein Weihnachtsgewand an und prügelt die bösen Kinder. Also alle. Boah, würde ich feiern. Ich kann dir nachher am Ende der Folge mal alle Geister zeigen. Ich habe die alle in meinem Keller eingesperrt. Oh shit, er hat mich schon angegriffen. Er huntet schon, holy moly. Ich wurde gerade geschlagen. Ich auch. Er huntet schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Henno, sind wir zu spät? Ich habe hier ein bisschen zu lang gelabert. Okay, es ist alles in bester Ordnung. Hä, wir sind nicht mal reingegangen. Es ist normal, gell? Es ist nicht mal schwer. Also das Spiel ist im Schwierigkeits- oder im Albtraummodus kaum zu schaffen. Oh ja. Okay. Okay. Kann ich die Taschenlampe anmachen? Auf rechter Maustaste? Nee, dann werfe ich die Sachen runter. Oder auf linker? Oder auf F? Nee. Drück mal rechte, linke. Geh nicht. Oh shit. Oh, oh, oh. Der ist hier, der Geist. Oh. So, ich geh jetzt mal rein und mach mal Partikelzähler. Er wollte mich gerade schon wieder grabben, ne? Ist ein übelst aggressiver. Okay. So, Mir ist sehr kalt. Es ist heiß. Es ist heiß, glaube ich. EMF 3, 4. Okay. Jetzt ist er weg. Warten. Okay. Also der ist auf jeden Fall hier. Ja, ich finde es sehr komisch, dass ich die Taschenlampe hier nicht anmachen kann. Oh. Gucken wir gleich mal. Machen wir es ins F. Ja, die ganze Zeit. Jetzt läuft hier das Wasser, hör mal. Das ist okay, Wasserverschwendung, finde ich. Hör mal aus hier. Also, wir haben auf jeden Fall schon mal Partikelzähler 500 bis 1000. Das können wir gleich bei dir eingeben. Temperatur. EMF 5. Okay. Was ist mit dir? Dein Charakter wackelt komisch rum. Hallo, echt? Geist? Oh, er schnarcht. Komm mal schnell raus. Ich glaube, der knurrt. Ja, war das schnell, ein Knurren oder Schnarren? Hast du es gehört? Das war ein Knurren. Okay, also okay, ich habe EMF 5. Mhm. Knurren. Mhm. Übel aggressiv. Warte mal. Also, wir haben auf jeden Fall ein Knurren. So, wir hatten auf jeden Fall... Er hat, glaube ich, Kritzelei, das war, ich weiß nicht, also haben Elektromagnetsensor. Du hast gesagt, du hast 5 gehabt, ne? Ja, war 5. Thermometer war auf jeden Fall über 50 bei mir. Es war heiß. Das heißt, du gehst mal auf Forschung? Ja, bin ich schon. Thermometer genau. War 50. Plus 45. Ja, ja. Plus 55. Dann elektromagnetischer Feldsensor 5. Ach, das ist EMF, okay, ja, klar. Mhm. Ja, dann haben wir ja nur. Partikelzähler sind 500 bis 1000. Okay, dann kann es nur Vampir oder Wendigo bei mir sein. Genau, und Rundfunk hast du ja Knurren gehabt. Ja. Das heißt, hast du schon gesehen, wie deine Lampe angeht? Ich gehe mal in die Option. Müsste ja da stehen. Sonst warte, ich guck sonst mal, die angeht. Ah ja, einfach auf der linken Maustaste. Naja, klar, aber ich meine, wenn ich einen anderen Gegenstand in die Hand nehme, dann ist der Leuchtkegel weg. Ja, dann ist die leider aus, ja. Das ist ein bisschen Ach, bad. Krass, okay, das ist ja so. Deswegen habe ich ja diese kleine Lichtdrohne hinter mir. Aha. Jetzt erzählt sie mir das auch mal. Schön. Ja, okay. Was wir jetzt auf jeden Fall machen müssen, weil wir ungefähr schon wissen, es könnte ja ein Vampir oder Wendigo sein. Ja, wie findet man heraus, was bei denen noch... Achso, Rechtsklick drauf. Genau. Alter, jetzt... Alter ist wichtig. Genau, das brauchen wir noch, deswegen packe ich gleich das Ouija-Brett und die Voodoo-Puppe rein. Und ich würde dir jetzt fast schon raten, etwas mitzugeben, was dich gegen die beiden beschützt. Und das wäre auf jeden Fall eine... Salz. Ja, eine Fackel würde ich dir mal geben, oder weil Fackel. Das gilt für beide. Ja, du Salz sehr gut auch. Schon mitgeklupscht. Ja. So, dann kannst du dir die mal holen hier. Hast du gekauft, ja? Ja. Ach, hier krass, liegt die kann hinter. Man im Laden... In der... Dann werfe genau. ich das mal weg. Also, das bedeutet, geht die wenn aus du irgendwann? Jetzt... irgendwann? Nee, oder? Nee. Das bedeutet, wenn du so ein Whispern hörst, ja. dann nimmst du die in die Hand und lässt die einfach nur in der Hand, wenn er dich ergrabt. Sonst bist du sofort tot. Die Brüste. Also, es ist so weird. Es ist so weird. Guck mal, die gehen auch so asynchron hoch und runter. Es ist so weird. Weißt du, was noch weirder ist? Nein, bitte. Ich schick's dir jetzt mal auf WhatsApp, dein Charakter kann es gar nicht schaffen, mir in die Augen zu gucken. Schau mal kurz, das kannst du ins Video mit einblenden, um es den Leuten zu zeigen. Aber dieses... Aber, was war das? Was? Ich hab so gehört. Hä?
brennt auch Licht jetzt im Haus. Woher war das nochmal? Ich weiß es nicht. Naja, ja, wir müssen... Oh, der rennt da drin rum. Echt? Mhm. Wir müssen sein Alter herausfinden. Wie kriegen wir das raus? Indem ich jetzt die Voodoo-Puppe reinschmeiße. Ich wurde angegriffen. Lauf. Okay, shit, er huntet. Oh Gott, Hilfe, Mama! Mama! Mayday. Oh, diese Drecksau. Oh, diese Drecksau, ich sag's dir. Ich wurde draußen auf dem Platz. Aber wie, wo sehe ich mein Leben? Eigentlich gar nicht. Losfahren. Ja, gut. Nein! Komm zurück. Ich gehe einfach mit der Fackel rein. Guck mal, Henno, wir haben was, was wir anschauen können. Was siehst du auf dem Ouija-Brett? Sag es mir. Wo liegt das? Hier auf dem Boden, direkt. Ist eine Fußmatte. Da vorne? Bin ich blind? Hier? Ach, da hinten. Was macht das? Das wandert umher, aber bleibt nicht stehen. Oh. Genau. Komm mal schnell raus, wenn ich jetzt so stirbst. Ja, ja. So, jetzt kannst du auf Forschung gehen. Ja. Ouija-Brett. Ja. Ah. Ja. Ach so, da kann man das einstellen. Keine genau. Interaktion. Der Anzeiger bewegt sich von einer Ecke in die andere, ja. Yes. Dann ist ein Senior, perfekt. Oder was? Nee. Das ist ein Senior, ja. Ja, geht nur. Okay, aber es kann immer noch ein Vampir oder ein Wendigo sein. Wodurch unterscheiden die sich denn? Wo sieht man das? Ich glaube, dass wir noch das Notizbuch holen müssen. Das kannst du gerne mal aus dem Van holen. Weil da kritzelt der dann was drauf. Zum Beispiel abonniert Hand of Blood oder so. Krass. Aber kann man... Dann ist es ein Psycho. Kann man bei der Forschung jetzt zum Beispiel auf den Vampir oder Wendigo klicken und gucken, was er noch hätte? Weißt du, was ich meine? Also woher weißt du jetzt zum Beispiel, dass Notizbuch klappen genau. würde? Genau, weil ich quasi auf Wendigo drücke und dann gehe ich auf Abfassung des Geistes neben Forschung und da kannst du quasi sehen, was vor ihm schützt. Und da siehst du aber tatsächlich nur, was vor ihm schützt und noch nicht, was du für ihn brauchst. Ah, also das ist einfach nur dein Erfahrungsschatz. Genau. Krass. Dass du dann weißt, das brauche ich. Ja. Danke. So, hier den Notizblock. Ja. Werf das weg. Ja, einfach alles auf dem Boden. Niemand hält so einen Notizblock. Nein. Nee, das stimmt allerdings. Echt weird aus. Gut, dann gebe ich dir aber, jetzt... Aber, Henno, du musst dein Lämpchen mitnehmen. Du kannst nicht einfach ohne Taschenlampe da rein. Hab ich doch. Ach so, weil hier liegt noch eins. Okay, nichts gesagt. So, ich gehe jetzt einfach so... Ja. Du traust dich, du schaffst es. Dann habe ich immer Licht und immer Schutz. Dann weißt du, was das Schöne ist? Ich habe ein Armband an, dass der Geist mich nicht grabben kann, du aber nicht. Boah, schaltet man das so frei, wenn man levelt? Ja, das heißt, wenn du jetzt reingehst, kann er dich grabben, dann bist du weg. So, ich habe das mal da hingelegt. Sehr schön. Die Voodoo-Puppe macht auch nichts. Ich muss eigentlich... unbedingt mein Steam-Overlay ausschalten. Ja, bei mir auch. Die ploppt die ganze Zeit auf, dass irgendwelche Leute irgendwas spielen. Bei mir auch. Oh, oh, er ist hinter dir her. Fuck. Ah, nein, ich werde sterben, ich werde sterben. Fackel. Ich habe keine Fackel mehr, ich habe sie gerade weggeschmissen. Oh mein Gott. Ich bin ja da. Wieso hast du sie weggeschmissen? Aus Versehen. Der ist übel an mir vorbeigepetzt. Aus Versehen. Der hat richtig die Kurve gekratzt. Das war richtig heftig. Sack. Aber der sah aus wie ein Geist. Legit wie ein stereotypischer Geist. So ein Bettlaken. Genau, weil wir ihn... Genau, sorry, das habe ich dir noch nicht erzählt. Wir müssen ihn nämlich gleich hier eingeben, das Bettlaken, und dann nimmt er seine Gestalt an. Krass. Aber jetzt noch nicht. Also, was deswegen sieht er am Game? Anfang. Das ist ja das wild. Sieht immer. Das kann nicht ja immer aus wie ein Bettlaken. Echt? Am Anfang schon, ja. Aber die Geister sehen richtig geil aus. Also, ich finde die Nonne ist richtig, richtig nice. Und die eiserne Lady, die ist richtig sick. Du sag mal, wenn er jetzt nicht reingekritzelt. Oh, er hat reingekritzelt. Okay, nice. Wenn er nicht reingekritzelt hätte, dann müssten wir warten. Also das Gekritzel, es ist ein Wendigo. Die Stimmung bräuchten wir, wenn die Voodoo-Puppe hat sich bis jetzt nicht einen Meter... Oh, shit. Sorry. Oh Gott, meine Nerven. Ja, ich auch. Der hat meine Taschenlampe kaputt gemacht. Nee, ich bin auf den Mauszeiger gekommen beim Erschrecken. Oh, shit, ey. Mal die auf einmal aus. Ich habe mir so gedacht, wenn wir jetzt das eingeben, wollen wir das nicht lieber im Van machen? Ja, hast du recht. So, Wendigo, okay. Aber er könnte noch... Wendigo. Ich glaube, er hat die Voodoo-Puppe geworfen, weil die ist nicht mehr an ihrem Platz. Wir gucken gleich nochmal rein, weil entweder geworfen oder keine Aktion. Also entweder ist er aggressiv oder gequält. Ach so. Oha. Aber der ist sehr aggressiv, oder was heißt denn gequält? Was heißt das?
gequält. Also je nachdem, ich würde fast sagen, er ist aggressiv, weil so oft, ja, wie der angreift, wir, ja, können ja voll, gar nicht rein. Ich könnte es, aber du könntest es theoretisch auch schon einloggen, weil wir spielen normal, da hat man zwei Versuche falsch zu liegen. Okay, dann logge ich jetzt ein. Okay. Datei hochladen. Hast du auch alles ausgewählt, dass er aggressiv ist zum Beispiel? Du musst es alles auswählen. Ach so, ja, habe ich. Gut, und dann bestätigen. Also, bei Fußspuren habe ich jetzt zum Beispiel nichts, ne? Ist egal. Ich glaube, wir haben keine, ja, Fußspuren. Okay, bestätigt. Yes, das war richtig. Nice. Klar war der super. Aggressiv. Ja, super. Super, du. So, und jetzt ja, den Notizblock schenke ich, weiß ich nicht. Schenke ich Henniks, ja, Tochter, so. Den kann so, und jetzt so, müssen wir ihn fangen. Dem Wendigo. Genau. Was ist ein Wendigo? Schon tausendmal gehört, so ein Pelzvieh, oder? Wendigo, ja, außer so du hast Until Dawn gespielt, dann sieht der Wendigo anders aus. Ja, so mit Geweih, so, ja. Gollum. Sieht so ein bisschen, also hirschartig, okay. Ein Hirschi. Hirsch. Genau, du kannst auch bei Enzyklopädie nachschauen, wie die aussehen, da hast du alle. Krass. Und da kannst du auf Geistertyp, da kannst du dich mal durchklicken, die sind richtig nice alle. Der W wahrscheinlich, ganz unten, ja. Boah, krass. Aber ich finde auch zum Beispiel Onna richtig cool, das ist dieses japanische Schulmädchen. Jo, okay. Vampir so. Sieht gar nicht aus wie ein Vampir, oder? Nee, finde ich auch nicht. Ja, der ist so ein Undead-Vampir. I, Marionette. Ja, die ist richtig gruselig. Die ist richtig gruselig. Das ist der Krampus. Die haben ja dann auch alle ihre eigenen Animationen und Jumpscares. I, eiserne Jungfrau ist ja ekelhaft. Die ist schlimm, die nimmt dir nämlich die Objekte, die du hast, wenn du dich gegen sie schützen willst, aus der Hand. Also die ist richtig heftig, ja, die ist richtig eklig. Der Ghoul sieht eher aus wie ein Vampir. Ja, finde ich auch. Der Ghoul ist cool, ja, stimmt. Der Ghoul ist cool. Der Ghoul, ohne Krampus muss man anschauen. Ohne Dunkelheit ist ja auch disgusting. Ein Kind mit einer Gasmaske? Ja, das ist geil. Das heißt auch nur das Kind, ne? Das heißt nicht irgendwie hier ist das Bettlaken. Kind. Gut, okay, dann fangen wir jetzt den scheiß Wendigo. Ich nehme den Ball. Noch nicht. Hab Henno, das ist aber... Leg den Pokéball zurück. Abfassung des Gespenstes. Wir haben noch Aufgaben zu erledigen. Ah. Genau. Du darfst heute ein Mann werden. Und materialisiere zwar den Geist. Check, genau, oder? Genau. Nummer 2. Feuersalz. Genau, hier unten. Ja, was soll man damit machen? Da steht nur Feuersalz. Genau, das heißt, du musst dich jetzt vom Geist... Oh mein Gott. Du musst dich jetzt vom Geist absichtlich... Das war's. Die so lang spielt, ne? Du musst dich jetzt... Oh mein Gott. Du musst dich jetzt vom Geist angreifen lassen. Und in dem Moment, wenn du ihn siehst oder er dich angreift, musst du das tun, was ich gerade getan habe. Und zwar rechte Maustaste drücken, sonst bist du tot. Okay, und dann hau ich dem hier die glühende Asche in die Fresse oder was? Genau. Also ich muss ihn sehen und er muss mich packen, ja? Oder was? Yes. Oder was heißt angreifen? Okay, ab. Genau, also wenn er dich packt oder wenn du ihn siehst. Wenn er zum Beispiel mich angreift, du siehst, er rennt auf mich zu, dann aimst du ihn an und schmeißt. Ah, es hat Range, ja. Aber man wirft das, okay, ja. Genau, mach nochmal kurz deine Taschenlampe, dann können wir nochmal gucken, wie werfen geht. Yes, sehr gut. Okay, ich glaube, wir sind bereit. Okay, aber der Sack fliegt weiter, oder? Ja, ja. Okay. Ich hoffe. Okay, Henno. Wir müssen da 11 Sachen machen. Mhm. Wir müssen jetzt auch richtig ins Haus. Wir können jetzt nicht mehr davor schimmeln. I, da brennt es grün. Ja, der hat jetzt gerade die Tür und die Treppen nach oben. Die Stiegen. Der hat es verbarrikadiert. Ja, da kann man nicht mehr runter. Dann okay, willst du vor, oder soll ich? Du. Oh mein Gott. Oh, ich shit. War. Es gibt's doch nicht, oder? Hä? Ich war literally nur auf der Türschwelle. Hey, es blinkt ja so alles. Okay, was soll denn rein. Das? Was soll denn das? Ich biete. Aber jetzt die Kommode okay. Wächst. Ja, erstmal unten, wa? Ja, wir suchen den jetzt. Da ist er. Da ist er. Da war er vor der Tür, aber jetzt ist er weggeblinzelt. Da ist er. Okay, jetzt. Genau, jetzt könntest du schmeißen. Hä? Der hat es gedroppt auf den Boden. Jetzt schmeiß! Nein, der droppt es nur so auf den Boden vor mich. Das fliegt Hello, nicht. Warum? Linksklick ist es, Gnu. Ups, sorry. Du musst. Yes, ah, ich hab getroffen. Blind. Raus. Bist du tot? Ich bin tot. Nein. Doch. Ah! Kann mich wiederbeleben. Überlebe, du musst überleben. Ja. Geh raus.
Weil ich kann jetzt hier meine Kugeln fangen und dann lebe ich wieder. Otto! Okay. Okay. Ich glaube, ich war kurz weg im Discord. Das ist ja richtig peinlich. Ja, das war schon peinlich. Vernichtendes Licht. Ich mach mal weiter. Ja. Ja, aber ich dachte, Feuer hält den ab, den Sack. Ich glaube, der war nur kurz gestunt. Ja, Schwein. Das Gute ist an dem Spiel, ich bin jetzt tot, aber ich kann jetzt diese Leuchtmurmeln kaufen. Nicht aus Eis.de, sondern die einfangen und dann lebe ich wieder. I remember. Die haben ja für ein Placement angefragt, aber die wollten dann nicht. Ich glaube, nur bei dir. Ja, ja, wir wollten das. Ich war da total offen für. Ich auch. Komm, ich zeige dir die Gadgets. Ich habe schon eine Ahnung. Ich war da voll offen für. Ich glaube, die haben nicht gecheckt, wie genial das wäre. Ich glaube auch nicht. Aber ich habe gerade eine andere Idee, da habe ich dich schon mitgepitcht. Also da sprechen wir nachher nochmal drüber. $300, vernichtendes Licht, könnte ich jetzt kaufen. Wie teuer! Brauchen wir vernichtendes Licht? Nee, haben wir doch, wir haben das schon. Wir haben das? Ja. Ah, Plasmaabsorber, vernichtendes Licht, Abfahrt. So, warte, ich bin gleich da. Ey, ihr kleinen Schweine, ich sag's euch, komm her, so. Nur noch zwei, dann bin ich da. Ja, das war jetzt ein bisschen unangenehm. Das passiert natürlich Profis nie. Ich bin auch kein passiert Profi, einmal. Möchte ich hier nochmal sagen. Ach, hier steht's auch. Mach ein Foto von... Ah, nee, das sind optionale Quests, ne? Es gibt, gibt mir Kohle. Ey! Muss ich irgendwie... Kann ich dich unterstützen jetzt gleich? Ich weiß gerade gar nicht, wo ich spawne. So, jetzt nur noch ein Licht. Ja, weil du hast keine Fackel wahrscheinlich dann, oder? Yes, die liegt ja am Boden. Ich liege hier gerade wie so ein Seestern auch am Boden. Ah, da ist das Licht. Ich komme! Warte, ich bin wieder da. Okay, ergreift mich draußen auf halbem Weg zum Haus an. Lauf, lauf, er huntet! Oh mein Gott! Komplett heftig. Aber wenn ich so mache, was ist das? Also schlägt er mich unsichtbar? Dann schuckt er dich, dann schlägt er dir einen Gegenstand in der Hand. Heißt, wenn du jetzt gerade deine Waffe in der Hand hast, die dich schützen soll, dann klatscht er die aus der Hand. Deswegen hab immer erst deine Taschenlampe in der Hand. Echt komisch. Okay, ich bin wieder da. Ich habe einen Fehler begangen. Es schützt dich nämlich nur die Räucherstäbchen. Ach wirklich? Die Fackel nicht? Nee. Stimmt. Stimmt. Wie konnten wir das überlegen? Die Fackel verärgert. Shit. Hä? Aber die schützt auch. Die schützt auch. Schützt und verärgert. Ja, aber verärgern wollen wir nicht. Der ist eh schon überaggressiv. Ja. Rauchstäbchen habe ich. Sind die an? Ja, die sind an. Genau, die sind einfach an. Die hältst du einfach in der Hand. Okay, es gibt ich habe jetzt vernichtendes Licht. Sehr gut. Perfekt. Da einfach wieder linksklick, wenn ich ihn sehe. Das kannst du jetzt schon einfach reinschmeißen. Genau, wir gehen zusammen rein. Oh! Okay, schmeiß! Wo bist du? Hello, du bist doch nicht rausgerannt! Schmeiß das Ding rein! Entspann dich! Okay, gut, danke. Entspann dich! Zack! Hat geklappt, oder? Achso, du hast es weggeschnappt. Nein, das war er, das war nicht ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte mal, bist du das im Haus? Nein, das war nicht ich, das war er. Ich bin so verwirrt. Der hat mich kopiert. Ja. Ja. Aber wo bist du? Der läuft jetzt gerade in den Van. Lauf. Nein, das bin ich. Verarsch mich. Das war jetzt too much. Da habe ich schon gecheckt. Verarsch mich. Aber er hat mich wirklich kopiert. Aber die war im Wohnzimmer. Ach so. Okay, jetzt müssen wir Kerzen im Haus anzünden. Das heißt, nimm dein Räucherstäbchen. Nimm nichts anderes. Wenn er dich angreift, halt es einfach in der Hand. Mach nichts. Und mach alle Kerzen an, die du finden kannst. Okay, wie mache ich die an? In die Lichter, die Kerzen. Kerzen einfach draufklicken mit E, glaube ich. Brauche ich dafür kein Tool, ja? Ich glaube nichts. Also du furzt dagegen und dann geht die an. Ey, das ist das Schlimmste. Wir müssen ins Haus rein. Der ist hyper aggressive. Der ist richtig aggressiv. Also das habe ich auch sehr... Der ist ja schon lang gegangen. Hast du es gesehen? Ich habe die Füße in die Käsemauken gesehen. Käsemauken. So. Oh shit, jetzt huntet er gleich. Oh Gott. Kerzen. Ja, aber man sieht nichts, wenn ich die Kerze raushol. Oh Gott, da ist er. Er kommt jetzt auf mich zugerannt. Die Sau. Ciao. Oh mein Gott. Ciao, oder? Bleib hier. Lauf. Los, Auflauf. What the fuck? Der hat uns die Gegenstände weggenommen. Nein, mir nicht. Doch, mir alle. Alle? Das gibt's doch nicht. Ja, was ist denn das eigentlich? Mann, da kommt man mal zurück und dann sind die voll OP.
sagst du, das ist irgendwie gemoddetes Spiel oder was? Ist vor allem ist normale Schwierigkeitsgrad, ne? Aber ja. Fühl dich bitte bei mir jetzt nicht unter Druck. Ich spiele das jetzt nicht, weil ich das gewinnen muss, Gru. Entspann dich. Ich will aber gewinnen. Boah, Alter, heftig. Okay. Also, okay, das so. Räucherstäbchen hat gut funktioniert. Gut, echt? Bei mir hat das weggenommen, der Sack. Nee, aber er hat dich gepackt und ich glaube, dann hat es, ja. Hast du eine Kerze angemacht? Eine, ja. Okay, wow. Okay. Er hat die Tür zugemacht. Oh Gott, ich glaube, wir müssen echt einfach instant reinrennen. Let's go. Er hat die Tür zugemacht, direkt hinter dir. Ich komme nicht hinterher. Ja, ich komme. Das ist so ein Affe. Gott, holy moly. Okay, ich komme rein. Gut. Die Tür geht nicht auf jetzt aber auch schon. Gut, die sind ja alle an, die Kerzen. Ach so. Hä? Ich habe die ausgemacht. Ich habe die ausgemacht. Ich auch? Müssen wir die vielleicht ausmachen? Nee, anzünden. Ah! Ich geh mal raus. Okay. Kurz, Lage checken. Ah! Ah! Der ist ins vernichtende Licht. Okay, gut. Wir müssen die Fackel, glaube ich, nehmen. Dann gehen die an, die Kerzen. Die war an. Ich habe die ausgemacht. Weil hier steht ja 3 Kerzen im Haus anzünden. Ja. Die waren ja alle an. Vielleicht oder schlecht haben wir übersetzt. Das Ziel schon, oder haben wir das Ziel schon erledigt? Aber bei dem... Nee, warte mal. Bei dem vernichtenden Licht kam ja noch nicht dieses Used, oder? Doch, da kam... Ja? Ach, stimmt. Da kam dieses Ding, oder? Ich weiß jetzt nicht sicher, aber wäre das dann nicht so auch dick gemalt? Nee. Nee, leider nicht. Das ist das Blöde. Okay, also man sieht... Okay. Ah, jetzt 3 Kerzen im Haus. Hast du es gemacht? Ich glaube ja. Du bist eine krasse Macherin. Wo bist du denn? Hier. Heftig. Mit Fackel, ey. Das verärgert ihn sogar. Ja, den Sack. Hast nichts anfackeln lassen. Gut. dann jetzt als nächstes heiliges Feuer. Ah. Ist ein bisschen das wie Kochen. Ja, wirklich. Okay. Das ist das heilige Feuer, ne? Ja. Magst du das machen? Heiliges Salz? Oder warte, ich guck mal kurz. Hier. Feuersalz. Heiliges Feuer ist wieder die Fackel. Hier rechts, ich hab's. Ich hab dir sonst auch noch eins gekauft, wenn du es brauchst. Danke, aber lag hier tatsächlich im Regal. Okay. Okay. Gut. Heiliges Feuer. Ja, was? Linksklick? Achso, abschmeißen. Oh. Nee, das behältst du einfach. Ich hab dir noch eins gekauft. Also, das hältst du einfach in der Hand. Echt? Aber ich, glaube, ich konnte es sehr mit Schmackes so gerade werfen. Okay, dann musst du es werfen, weil die Feuerstäbchen, also die Räucherstäbchen kann man nicht schmeißen. Ja. Die behält man in der Hand. Okay, dann schmeißen. Gut, dann lass dich mal grabben von dem Mr. Grabby. Ich bin wieder da. Hallo Maus. Kleines Mäusi-Speck. Oh, hier ist auch noch eins. Sehr gut. Das war aber eine normale Fackel, oder? Hier ist ein Fußabdruck. Ach, wir haben sogar Fußabdrückchen. Lol. Jetzt sei ruhig. Füßchen? Es ist so dunkel. Ja, wir können auch Licht, glaube ich, anmachen. Warte. Nee. Shit. Wo ist er denn jetzt? Oh. Oh. Ich höre Steps von die Gegners. Oh. Hey, was ist jetzt mit ihm? Ist er schüchtern auf einmal? Ich glaube, der... Oh, da ist er! Yes! Hat es jetzt was gebracht? Shit, erst du. Ach, shit. Komm raus. Das dumme Ding hier hat... Schmeiß ihn ab! Ich hab nichts mehr, mach du! Oh, fuck. Nein! Lauf! Er hat's in der Hand! Bist du tot? Gnu? Wie, der Discord wieder abkackt, Alter. Ach so. Sehr gut gemacht, Hello. Ja, ich hab's ihm irgendwie von hinten in die Hand gesteckt. Geil. Jetzt Kolben mit Vesoflasche. Reinstecken, und zwar den Kolben. Genau, ja, perfekt. Den Kolben. Hast du den? Ja, ist es der? Ja. Ja, gut, den darfst Guter du jetzt Jahrgang. Reinschieben. Also, ich habe ihn jetzt einmal abgeworfen. Ich habe auch getroffen, dann hat er sich instant in dich verwandelt. Ja, das Und dann hat er dich irgendwie gegrabt. Und dann bin ich nochmal ganz nah und habe deine Fackel genommen, die du fallen gelassen hast. Und habe ihn das irgendwie auch nochmal gelinksklickt, aber ganz nah an ihm dran. Und dann hat es geklappt. Mega nice. Okay, Vesuv, Junge. Jetzt gibt's eine Packung. Er hat das Licht rausgestellt. Ist aber nett von ihm. Können wir wieder mitnehmen. Okay. Oh, Licht hat er angemacht. Oh, süß. Oh Gott. Oh, shit. Hör doch mal. Ja, aber echt. Dann krüppelst du da rein. Oh. Okay, ich mach schnell die Kerzen aus. Du musst ihm das Ding gegen den Kopf schmeißen. Wenn ich ihn sehe, gerne, ja. Du kannst Warum machst du die Kerzen aus?
weil wir die als nächstes ausmachen müssen. Wenn ich die jetzt schon ausmache, zählt es nach deinem auch direkt. Oh, da hinten stapft er rechts. Achtung, da ist er. Ja, da ist er lang gestapft. Aber wo ist er hin? Hallo, ich hätte gern Wesow, Asche, Dings. Kolben in den in dem Bad. Oh, da. Oh, er ist hoch. Hallo. Oh, ich bin wieder abgekackt, glaube ich. Hallo? Er ignoriert uns. Gnu? Scared. Er ist hochgerannt. Ja, ich bin hinter dir. Er ignoriert uns. Du darfst hoch, ich bin hinter dir. Joachim. Dann lauf da ruhig hin. Komm runter, es gibt Essen. Oh mein Gott. Du wolltest uns trennen, hast du das gesehen? Ja, voll. Du musst voll. Es gleich schmeißen, ne? Sei bereit. Ja, ja, ich bin super ready. Wo bist du? Hinter dir. Du musst da rein! Das ist eine Kommode. Der ist oben. Ja, der kommt da jetzt gleich durchgerannt. Durchgerannt? Ich glaub schon. Hallo. Joachim, komm runter, es gibt Essen. Ich kann ja jetzt nicht hoch, oder? Joachim. Darf ich das berühren? Nee. Tut es weh? Ich glaube schon. Nee, ich glaube nicht. Alles okay. Oh, er schiebt es. Jetzt kommt er gleich wieder runter. Ja, er macht Licht an. Schön. Komm runter, bitte. Ah! Hab es! Aber nein, es hat nicht funktioniert. Doch. Das ist wie mit der Fackel. Man muss ganz nah an ihm dran stehen und dann nimmt das in die Hand. Man drückt ihm das legit in die Hand. So schaust du mal. Hä? Geil. Ja, es so muss irgendwo noch eine Kackkerze sein. Er guckt sein sich so die Inhaltsstoffe an. Dann so, oh, Kackzucker. Alle Kerzen gelöscht. Und als nächstes... Sie? Ja, aber ich... Ja, war das vielleicht zu früh jetzt? Nee, ich glaube, wir müssen jetzt noch... Eine ist noch irgendwo an. Okay, und ich habe schon mal Salz. Du schmeißt auf rechts, ne? Nee, auf links. Okay, oh Mann, das ist so kompliziert. Ich bin die ganze Zeit verwirrt. Mann, Henno. Auf rechts droppt man die Sachen. Okay. Fußabdrückchen. Irgendwo ist noch eine Kackkerze an. Irgendwo. Kann auch oben sein. Ich renne kurz hoch. Ich guck unten im Wohnzimmer. In der Stube, da ist nichts. Oh Mann. Ich sehe nicht. Okay. Ja. Hantet jetzt gleich. Vorsicht. Okay. Oh shit, ja. Er hat mich. Er hat dich? Was heißt das? Er hat mich nur angegrabt. Alles gut. Bist du oben? Ja. Okay, ich glaube, er ist unten. Jetzt. Ja, hier ist eine Fackel nochmal. Ich bin so. Also hier ist nichts mehr an. Hey, dann muss es ja unten sein, oder? Er hat die Kommode vorgeschoben. Oh shit, jetzt komme ich nicht runter, oder? Oh Mann. Hast du Räucherstäbchen an? Ich habe keine mehr. Henno. Henno, tu was, tu was. Guck, ob irgendwo. Mach was jetzt eine Kerze an und aus. Vielleicht checkt das Spiel dann schnell. Hier ist eine. Hab sie ausgemacht. Aus und an. Okay, nee, irgendwie, vielleicht haben wir das auch schon. Oder ist im Keller noch was? Ey, ich bin gerade so mutig. Ich gehe gerade richtig um. Merkst du schon. Dann darfst du gleich mal in den Keller. Hier ist noch eine Kerze. Oh, nice, sehr gut. So, jetzt Salz. Nein, ich hab Salz. Ja, renn. Wo bist du? Ich hab Salz. Ich bin jetzt draußen. Okay. Okay. Ich hab das Salz ready. Bist du das? Perfekt. Ja, das bin ich. Super. Wo war er denn? Ah, da kommt er. Oh, da ist er. Hallo, schmeißt du was? Ah, der kommt nice. Einmal riechen. Er zieht da richtig durch. Geil. Okay, jetzt Räucherstäbchen. Ja, das haben wir ja schon. Nee, das brauchen wir jetzt nochmal. Ja, ja, also wir haben schon dabei, ja. Ah, nice. Und dann das Pentagramm-Ritual. Das hast du hinzugeaddet, ne? Ja, das ist auch nochmal wirklich wie eine Gebrauchsanweisung gerade. Ja, das ist dann nochmal übler. Okay, das muss ich ihm jetzt auch zustecken. Ja. Das gibst du ihm und sagst, du sollst jetzt in die Nasenlöcher stopfen. Okay, zieh mal. Ich kaufe dir schon mal eine Videokamera. Oh, Detektor von verfluchten Objekten. Ja, geil. Oh Gott. Hier, bleib mal stehen, Uli. Ich sehe nicht. Ey, das ist so fies, dass das Licht weg ist. Oh. Wenn man das Item wechselt, das ist echt fies. Das ist bei Phasmo und dem Monologist nicht so. Nee, das haben sie absichtlich gemacht, die Schweine. Oh, Kommode. Er ist echt Möbelpacker. So, wo bist du? Ja, da bist du. Ja, komm. Er guckt immer um die Ecke wie so Chopper. Chopper! Ja, der guckt auch so immer falsch um die Ecke. Wo bist du? Warum muss ich das eigentlich alles machen? Weil du heute die Prüfung machst, um ein echter Ghostbuster zu werden.
Okay, er hat's. So, kommen wir zum Pentagramm, Digga. Nice, Rü. So, Henno, jetzt kommen wir zur nächsten Aufgabe. Und zwar kriegst du jetzt eine Videokamera. Die kannst du dir mal holen, die hab dir gekauft. Oh, ist ja ein Zauberbuch, ja. Und wenn du die aufhebst, kannst du mit der linken Maustaste so ein grünes Licht machen. Ja, sehe ich. Wir brauchen nämlich jetzt für dieses verdammte Pentagramm Gegenstände. Einmal eine Maske, ein Schädel, eine Rose, ein Windspiel und eine Taschenuhr. Und die müssen wir jetzt alle im Haus finden und am besten schmeißen wir die neben das Pentagramm. Das heißt, nimm dir viel mit, was du benutzen kannst, um den Geist abzuwehren. Ja, genau. Ich nehme Räucherstäbchen nochmal mit. Ich bin die lange Einkaufsliste. Ja. Oh, how to shopper Geist. Okay, und diese Sachen sehe ich besser durch das grüne Licht, die im Haus rumliegen, ja? Genau, was war das alles so nochmal? Ein Schädel? Ein Windfänger, eine Maske, du wusstest den. Er hat das Licht bewegt. Der ist hier draußen aktiv. Ja. Der, oh Vorsicht, der kommt wieder. Oh mein Gott, da bist du. Servus, ich geh mal. Oh Gott, hilf ich auch. Und das dampft dann so. Es sieht aus, als würde das dampfen mit der Gegenstand. Okay. Kommt der hier mit rein? Oh Gott. Schon krass, wie weit die nach vorne kommen, die Schweine. Jetzt rennt er weg, ich sehe ihn richtig wegsprinten mit dem grünen Licht. Der Assi. Und umso schwerer die sind, umso weiter kommt. Der ist jetzt echt hier draußen, ne? Was denn sagt, wir gehen rein. Umso weiter die. Oh Gott, lauf. Okay, einfach Gegenstand jetzt wechseln, Videokamera wechseln und den Gegenstand nehmen, der dich schützt, ja, ne? Ja, hab ich schon. Ich sehe nichts. Okay, jetzt cool, ne? Toll. Kommt er zu dir oder zu mir? Er ist doch, hat sich erledigt, oder? Nee, der hantet noch. Woher weißt du das? Jetzt weg, oder? Okay, ich hoffe. Weil ich höre nichts mehr. Ja, weil eigentlich immer nach dem Gewisper rennt er auf einen zu. Ich glaube, der ist bei mir unten hier, der Sack. Kannst du nicht mal bei mir, glaube ich. Okay. Kann man ihn stapfen hören? Ja, gleich passiert's. Hallo, servus. Ich glaube, er ist ganz nah an mir dran. Er ist gerade an mir vorbeigesteppt. Ja, ich sehe halt nichts. Ja, sonst guck am besten durch die Kamera. Ja, dann habe ich aber die Räucherstäbchen nicht mehr in der Hand, ne? Ja, das musst du dann wechseln. Ja, okay. Immer schnell. Ich habe jetzt mal die Maske gefunden. Ich schmeiß die mal jetzt hier hin. Bist du? Ich guck nur noch über den kleinen. Oh Gott, Hilfe, was geht denn hier ab? Alter, ich kack mir gleich ein. Aber ist gut, das Game, oder? Ja. Oh, da hinten ist er. Er sitzt in der Stube. In der Stube? Ich hab's Windspiel. Alter! Was war das denn? Der hat mich einfach angerempelt, der Sack. Servus. Okay, Vorsicht, der hantet jetzt. Und er kommt in 3, 2, 1. Da ist er. Aber die Fackel macht ihn auch aggressiv, ne? Und er macht die Tür zu. Ja, das ist kein Bock. Guten Tag, kennen Sie Vorwerk? Kennen Sie Vorwerk? Der ist richtig anstrengend. Der ist super annoying, muss ich echt sagen. Ah, hier ist das Pentagramm. Krass. Genau, das habe ich da schon geflatscht. Ich weiß ja nicht, was ich sehe. Also die rauchen die Sachen, sagst du? Genau, die dampfen so. Ich glaube, dass oben tatsächlich noch ganz viel ist. Nur noch über einem Mini-Monitor. So wie du es hier siehst, die Gegenstände neben dem Pentagramm, die dampfen ja auch. Ich mache jetzt mal das Wasser aus. Mhm. Das geht nicht. Umwelt. Umwelt, Freunde. Also bei mir dampft hier nichts, aber es leuchtet sehr. Ach, so wie die Garderobe meinst du? Die Kommode? Er ist genau. Genau, so guck, wenn du. Oh Gott. Wie die Kommode? Also so brennt er? Nee, also genau, wenn du mach jetzt mal deine Kamera raus und mach mal Nachtsicht an. Und dann siehst du diese zwei Gegenstände hier. Ja. So sieht es aus. Okay. Genau, die habe ich da schon hingeschmissen. Okay. Ich glaube, wir müssen hoch. Klasse. Da hat es 100 Pro den Rest. Oh, ich mach Licht an. Super. Sieht man auch. Ah, hier. Ich habe noch den Schädel. Ich habe auch was. Yay! Was hast du? Videokassette. Nee, was ist das? Löffel? Löffel? Nee, hä? Oh, holy moly. Was ist jetzt los? Der wollte mich gerade umbringen. Schwörst du? Ja. Hey, der wird langsam echt aggro, ne? Wir müssen langsam echt ein bisschen. Hier dampft irgendwas, aber ich sehe es nicht. Was? Erst bei mir. Oh. Oh, shit, schon wieder, Mann. Der soll mal chillen. Ich hab die Rose. Der jagt ja durchgehend. Ich sehe nichts mehr. Okay.
Okay, er hat die Räucherstäbchen in die Hand genommen. Schnell, komm, wir müssen mal raus kurz. Ich hab noch die Rose. Bam. Okay. Ach, hier lang. Boah, es ist anstrengend, echt. Boah, ey, das ist der aggressivste Geist, den ich je in so einem Geisterjägerspiel gesehen habe, Alter. Und vor allem, aber der ist eigentlich nicht mal der schlimmste, der Sack. Es gibt ja eigentlich noch zum Beispiel die eiserne Jungfrau, die es jetzt sind. Und all diese Geister haben so spezielle Moves, ja? Also er zum Beispiel rempelt einen so an. Genau, das kannst du auch einstellen. Also okay. Das habe ich jetzt tatsächlich auch ausgestellt. Also Gnu, du kommst jetzt mal mit. Ich weiß, wo der letzte Gegenstand, glaube ich, ist. Aber ich kriege ihn irgendwie nicht aufgesammelt. Ich gehe jetzt ins Haus. Klasse. Ja, warte. Komm gerne. Ah, die Kommode ist gerade im Weg. Komm, mach weg jetzt. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Sachen. Und hier so, sind 1, 2, 3, 4, 5 brauchen wir. Ja, dann. Das fehlt jetzt eigentlich. Ja, ich weiß, wo es ist. Okay. Aber die Kommode. Könnte aber auch der Spiegel sein. Warte, ich muss mal gucken, was haben wir denn jetzt? Das haben wir, das ja die Rose. Ah, die Taschenuhr fehlt noch. Okay, komm mit. Ja, ich komm. Ah, hab ich geschlagen. Hör auf jetzt. So, hier rechts. Wo ist es? Warte, jetzt jagt er erstmal, ne? Ja. Ah, er ist schon wieder vor mir. Nee, ich geh mal. Ich kaufe nochmal Räucherstäbchen. Er hat's wieder genommen. Dieser Arsch! Sehr gut. Was ist daran gut? Er hat mir Räucherstäbchen weggenommen. Nice, ich hab die Taschenuhr. Ich hab die Taschenuhr. Auf dem Nachtschrank, ne? Ja, ich hab sie. Nice. Aber hä? Lag die da? Ich hab da nur einen Löffel liegen sehen, ein paar Blumen. Hey, der ist echt OP, ne? Lass mal schnell rausgehen. Der hat ich mich jetzt, wollte mich gerade zweimal umbringen. Also, ich glaube, wir haben jetzt alles. Oh Gott. Kill me. Mich wollte er auch zweimal, glaube ich, umbringen. Also. Der ist richtig aggressiv. Und das ist normal, möchte ich hier nochmal andeuten, ja? Schwierigkeitsgrad, ja. Ja. Das ist crazy. Okay, also, wir haben jetzt, glaube ich, alle Gegenstände. Wir brauchen jetzt hier diesen Dolch, den rituellen Dolch. Den musst du jetzt gleich zum Pentagramm bringen und damit aktivierst du das. Wenn du das aktivierst, ist der Geist in dem Ritual in der Mitte von dem Kreis. Du darfst da nicht reinsteppen, sonst attackiert er dich sofort. Dann musst du auf jeden Fall was auf ihn schmeißen. Ja, dann musst du ihn sofort was auf ihn schmeißen. Und er macht so eine Art Radius dann als Waffe um diesen Kreis. In den Radius darfst du nicht rein, sonst handelt er dich direkt. Und dann müssen wir immer das, was angezeigt wird, in das Ritual reinpacken. Du wirst gleich wissen, wie ich es meine. Es hört sich jetzt komplizierter an, als es ist, aber ich bin nicht gut im Erklären. Alles gut. Also wichtig ist ja nur, dass du mir erklärst, wie ich nicht sterbe. In keinen Radius reingehen. Ja, sieht man auf dem Boden. Meide die Kreise. Auch den generellen einfach meiden. Ich glaube, es sind auch nur 5. Lass nochmal kurz abchecken. Wie weit sind die drumherum so? In Metern grob? Er schiebt das immer weiter in Schnee. Ja. Hier, ich kann es dir zeigen. Das ist der. Der steht dann hier in der Mitte. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Ach, das sind die Kreise? Genau, da müssen dann immer die Gegenstände rein. Er zeigt dir an, welcher. Okay, du kannst den Dolch hier reinpacken. Hier? Schnell, mach den Dolch rein. Ja, wollen wir nicht erstmal. Okay. Ja, schnell raus, komm her, komm zu mir, zu mir. So, also jetzt. Aha. Da darfst du nicht rein. Jetzt, er will das Windspiel. So, das Windspiel ist, kacke, wo ist das Windspiel? Hier, so, okay, kacke, es war zu spät. Ach so, die Gegenstände auf dem Boden, okay. Genau. Okay, jetzt wieder die Rose. Die Rose ist hier. Ah, shit, wir sollten die Sachen eigentlich echt in die Hand nehmen. Ich hab die ready, ja. Rose habe ich jetzt ready. Weil ich glaube, jetzt entkommt er, wenn wir das jetzt verkacken, glaube ich. Okay, das tue ich jetzt rein. So. Linksklick, ja? Genau. Nee, einfach E. E, okay. Hm. So, ich habe jetzt die Maske. Ich habe die Hose. Gut. Ja. Was ist das? Eine Uhr, die Taschenuhr. Oh, shit. Die ist hier gar nicht, oder? Doch, die liegt ja auch hier. Okay. Okay, was will er? Schädel, okay, Schädel. Kopf. Okay. Klasse. Ich hab die Rose ready, die ist hinten. Oh, das war, glaube ich, falsch, oder? Hä, hat sie nicht hingelegt? Shit. Oh, shit. Hab ich. Gut. Oh, ich war ganz nah. So, jetzt kannst du hier nochmal die Taschenuhr nehmen am Boden mal. Ja, hab die ready. Oh. Die kommt da rechts rein. Ja, ich hab sie. Ja, nice. Alles cool. Sehr gut. Ist alles cool. Gar kein Problem. Guck mal, okay. Lichter. Ja, Maske. Okay, Maske. Der Kalt. Hab ich. Ah! Ja, ich hab's. Das war falsch, ich hab aus den Totenkopf gelegt. Wir haben immer noch. Oh Gott, das ist so falsch. Jetzt die Maske. Okay, jetzt die Maske. Ist drin. Ja.
Nee, hat nicht geklappt. Warum legt er die nicht hin? Ich hab sie doch reingelegt. Hast du E gedrückt? Ja. Vielleicht macht er jetzt die Uhr. Jetzt Schädel? Okay, werden. Ja, so, jetzt hat's geklappt. Ja, bei der Maske irgendwie nicht. Okay, jetzt gucken wir gleich mal. Es fehlt nur noch Uhrenmaske. Komm, mach Uhr. Okay, Maske. Okay. Ja, jetzt. Ach, vielleicht brauchst du noch eine Reihenfolge. Keine Ahnung. Okay, Vorsicht. Du bist jetzt dran. In 3, 2, 1. Let's go. Yes, nice. Sehr gut. Und jetzt? Yay! Jetzt holst Pokeball. Du den Pokéball. Krass, ja. Chillt der da jetzt? Ja. Heftig. Aber du darfst nicht in den Kreis gehen, sonst tötet er dich. Pokéball, flieh. Ich habe eben noch, als er mich im lilanen Kreis so gecatcht hat, ganz schnell das Räucherstäbchen rausgeholt, ey. Das war gut. Knapp. Aber das ist halt nur ein Pentagramm, ne? Du kannst noch vier weitere Modi hinzufügen, dann geht's noch länger. Und okay, so. Und jetzt werfe ich ihn ab? Ja. Ich verbanne dich, Wendigo, aus dieser Bruchbude. Krass. Und umso geil, mehr oder? Modi man addet, umso schwerer ist es, aber umso mehr Belohnung kriegt man in Form von Münzen und XP und so. Ja. Und Level Up. Genau. Krass. Ja, geil. Ich zeig dir jetzt kurz meinen Keller. Ja, zeig mir deinen Keller, bitte. Wo bist du denn? Ich war jetzt automatisch raus. Aber ich kann ja wieder verbinden. Wie war der Code? Warte, ich muss trotzdem nochmal raus. Genau, weil da kann ich dir mal kurz alle Geister zeigen, wie sie auch so sich bewegen. Ja, cool. Ey, zeig mir deine Sammlung. Ich zeig dir jetzt meine Sammlung. Komm, mein Keller für V-Bucks. Die überweise ich. Für so ein paar V-Bucks, Leute, wird mir schon mal schwach. So, wie join ich dir? 7253. 7253. Ja, kommen Sie in die Lobby von Like My Style 23. Jetzt zeige ich euch meinen Berghain-Keller. So, kommen Sie, nicht also zu schüchtern. Dein Gang ignorieren ist Sie das wirklich, grüne Licht. Aber schöne. Ach, du bist Leseratte, ne? Wir sind nur da, um zu zeigen, dass ich intelligent bin, obwohl ich es nicht bin. Verstehe. Schon so ein bisschen Ehrfurcht an, weißt du, wenn du viele Bücher da hast. Ja, nicht schlecht. Das ist Dekorationsgründen. Also du musst unbedingt an deinem Gang arbeiten. Hier kannst du alle Geister anschauen. Ich habe alle gefangen. Die Ertrunkene. Keine Interaktion. 1. Genau, wie oft man die quasi gefangen hat. Ah, das ist der Wendigo, yo. Krasser Typ. Oh, hier fehlt was. Hä? Hier fehlt einiges. Aber dann siehst like du nur my style. Deine. Ach so, du siehst nämlich meine gar nicht, weil bei mir ist alles voll. Ach, wie schade. Bei mir ist nämlich hier der Poltergeist, hier ist der Gehängte, das Kind. Das war hier aus den Runden mit SGH-Kern, wa? Ja. Ja, krass. Ja, das soll ich das kurz abfilmen, oder? Ja, alles gut. Ja, doch, kannst du kurz Aufnahme starten? Ja. Mach mal. Dann können es nämlich deine Leute auch sehen, weißt du. Die ja, freuen nur sich ich da nicht. Genau, das ist nicht schlimm. Ja, aber ich... Gnu, du hast bestimmt auf deinen Kanälen ganz viel... Oder streamst du es eher? Oder hast du halt so auf Videos? Zu dem, was ich da hab. Meinst du die Geister? Zu dem Spiel. Hast du da Videos gemacht? Achso, ja, sehr viel. Ja, dann... Leute, könnt ihr ja alles abchecken. Vielleicht ich zeig's hat er trotzdem mal. Playlist. Das ist ganz nett. Ja, aber wen... Wer jetzt meint so, ey, das, ich hab da voll gerne mitgefiebert und so. Macht voll Bock, euch zuzugucken. Checkt dann da mal von der Jasmin... Ich habe die alle halt gefangen, weil ich dann also, spiele dann immer so lang, bis ich einen kriege. Du gehst bei mir einfach so jetzt hier so richtig entlang von diesen leeren Dingern. Ich mache voll das schöne Footage extra für die Leute. Ja, aus meiner View ist echt weird. Naja. So voll angegeben. Es ist hier nicht in meine Garage zeigt, aber mir stehen keine Autos. Keine Autos, sondern Geister drin. Okay, das war die Rundtour. Ja. Schick ich dir. Ja, dann Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut bei Jasmin vorbei und wir sehen uns dann beim neuen Video. Ja. Sieht so aus, als ob die Ertrunkene dich grabben will. Will sie auch. Tschüssi.